Die dunkle Seite des Geistes. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier ist der Benjamin. Und der Rolf. Und wir wollen ein bisschen über die dunklen Seiten des Menschseins sprechen. Die Schattenaspekte. Die Schattenaspekte. Ja. So, ich meine, da wir uns beide mit dem Thema Bewusstsein befassen, gibt es natürlich den Aspekt der dunklen Seite. Den kennen wir alle. Ich meine, heutzutage wird es in dem Bereich Melancholie, Depression. Was würdest du noch da reinwerfen? Ich meine, Burnout. Ja, Burnout gehört auch mit dazu, klar. Genau, so Niedergeschlagenheit. Mhm. Aber ich finde, das ist nur dann, also das ist oft kriegt man es ja gar nicht mit. Das ist der pathologische Aspekt. Genau, weil jeder hat ja, ich sag mal, dunkle Seiten in sich, Schattenseiten, Schattenanteile. Und vielleicht lebt jemand ein ganzes Leben oder ein halbes Leben und kommt damit gar nicht in Kontakt und kriegt aber dann vieles von sich auch gar nicht mit, ne? Weil da einfach was fehlt im Leben. Ja, ich würde sogar die Schattenseite des Geistes sogar als die nicht sichtbare Seite mit einnehmen. Also ich meine, wir kennen es alle aus der Kindheit, wir haben die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor etwas, was wir nicht sehen können. In der Esoterik-Spiritualität ist es viel die Angst vor dem Tod. Das ist einfach die Schattenseite von unserem Bewusstsein. Klar, ja. Und deswegen ein Riesenthema, wo man eintauchen sollte. Sehe ich auch so, ja. Ich denke, das hat, klar, es hat auch mit dem zu tun, was man im Laufe seines Lebens erlebt. Also zum Beispiel in der Kindheit, wenn man, oder auch später als Erwachsener, wenn man Dinge erlebt, die man als unangenehm empfindet, dass man die nicht immer und immer wieder spüren muss, dass man die eher in sich zum Schatten macht, sozusagen. Ich denke, das ist ein Aspekt. Aber dann haben wir trotzdem, da ist noch ein anderer Aspekt. Ne? Du meintest gerade, wie hast du das genannt? Das, was man nicht sieht. Die nicht sichtbare Seite. Die nicht sichtbare Seite. Und die ist ja da, egal was man erlebt. Ne? Das ist nochmal eine andere Seite davon. Die begleitet einen davon. Immer, ja? Durchgehend. Weil was am Licht ist, gibt es genauso nochmal eine Schattenseite. Gegenpart hier. Ne? Also das heißt, wir reden heute nicht nur von Leid und Schmerz, sondern wir reden wirklich mit dem Aspekt, den wir sonst nicht im alltäglichen Bewusstsein sehen können. Ne? Ja. Würdest du sagen, das ist dann auch so, wenn man es psychologisch sagt, das Unbewusste? Ja, viele sagen ja das Unterbewusste, aber du bezeichnest richtig das Unbewusste. Ja. Ja. Und als Bewusstseinskünstler ist es natürlich die Aufgabe, sich das bewusst zu machen oder in den Bereich hineinzugehen oder durchzugehen. Ja. Was ich mich bei dieser Sache öfter schon gefragt habe, das ist vielleicht interessant, wenn wir es aufgreifen, wenn wir jetzt eine lichte Seite haben, das, was uns bewusst ist, und es gibt eine nicht so licht oder eine dunkle Seite, was uns nicht bewusst ist, und wir machen jetzt genau das, wir beschäftigen uns mit dem, was nicht bewusst ist und bringen das ins Bewusstsein. Was passiert, wenn, ich sag mal, die lichte Seite immer mehr wird? Beziehungsweise wird das mehr? Oder was ist dann, wenn alles bewusst ist? Dann ist ja, wo ist dann die Entsprechung von dem, was alles bewusst ist? Ist sie dann weg? Ich denke, desto mehr wir uns dieser Schattenseite bewusst werden, desto größer werden auch weitere Schattenaspekte. Das heißt, desto mehr Licht wir reinbringen, desto mehr merken wir, da sind noch mehr Bereiche, die wir, wovon wir absolut keine Ahnung haben. Ich denke auch, dass es so ist. Also irgendwie fühlt sich so an. Das ist ein Wachstumsprozess, ja. Wo es nicht klare Grenzen gibt, sondern es ist einfach ein Hineinwachsen. Und also ist vielleicht diese, ich sag mal, trennende Schicht, die das vermittelt, ne? So. Und so wie man einfach aus der trennenden Schicht, vielleicht ist das die Lehre, wenn man da was rausholt ins Bewusstsein, dass in beide Richtungen dann was rausgeholt wird, sozusagen, das heißt, auf beiden Ebenen. Weißt du, was ich meine? Jetzt wird in beiden Ebenen reingebracht. Ja. Und dann hat man wiederum mehr aus dem Bewussten rauszuholen, weil wir das Bewusstsein auch schon. Wir versuchen sozusagen diese Trennung aufzuheben. Und durch diese Aufhebung erfahren wir, dass wir irgendwo doch noch einen Bereich haben, der auch noch anscheinend getrennt ist. Also, ja. Oder man weiß irgendwann einfach bewusst, was unbewusst ist. da man vielleicht nicht sich mit allem gleichzeitig beschäftigen kann, schränkt man sich doch wieder ein.
und weiß, okay, ich könnte jederzeit mein Bewusstsein auf das, was mir bewusst ist, lenken, aber mache ich jetzt nicht. Ne? So okay, schauen wir mal, gehen wir mal vielleicht beim Körper, was gehört zu dem unbewussten Bereich, und das ist einfach ein ganz alter Aspekt von unserer körperlichen Existenz. Das teilen wir auch mit den Echsen und mit anderen Lebewesen, die damit zu tun haben. Und das sind unsere, ich meine, im letzten Jahrhunderte haben wir das ein bisschen verworfen, das sind unsere Instinkte, unsere Ahnen, mit denen wir tief verbunden sind. Da kommen wir wieder zu dem Aspekt der nicht sichtbaren oder der anderen Seite, wie man es nennen möchte. Ja. Unsere also, tiefe Ahnung. Daher kommen. Hätten wir dann, wenn wir in den Körper immer tiefer reingehen, sozusagen, in das Biologische, ja. Da wären dunkle Seiten. Aspekte. Und aber wenn wir geistig immer tiefer gehen, sind die da auch. Ja. Und vielleicht, wenn man weit genug geht, dann trifft man sich wieder. Ich glaube auch, dass es alles wieder zu einem Punkt führt. Ja. Und zwar wieder hierher. Ja, genau. Ja. Körper, mit unserer Psyche können wir dann in den Körper auch nicht eingreifen. Ne? Ja. Weil was die Zellen da, was da alles passiert, das ist uns ja... Das ist auch der unbewusste Aspekt, ja. Das ist uns ja nicht klar. Ne? Wenn wir jetzt Bewusstseinskünstler, ich meine durch Trance und durch verschiedene Aspekte, haben wir Zugriff auf gewisse Prozesse, die wir... Und da kommt der Heilungsaspekt natürlich. Ja, weißt du, das sagst du, du beschäftigst dich mit dem Bereich, ja, aber die meisten Menschen eben nicht. Ne? Die kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich guck mal, ich gehe mal ins Unbewusste meines Körpers und schau mal, was der so macht. Ne? Ja, weil die Techniken fehlen. Technik, ja. Wie schaffen die es dahin kommen? Und da kommen wir wieder. Ja. Techniken fehlen nicht wirklich, sie sind da. Sie sind da, ja. Wer sucht, der findet. Ja. Oder wer finden will, der findet. Ja, gesagt. Ja. Schon. Aber die meisten Menschen interessiert es halt nicht, ne? So, denke ich. Weil das nicht sichtbar ist. Weil es nicht sichtbar ist. Ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder was? So, ich meine, wenn es uns gut geht, dann kann das ja eigentlich nur daher kommen, dass wir einen Bereich haben, wo wir wissen, es gibt auch die Zeit, wo es uns nicht gut geht. Genauso andersrum, ja. Und so ist man sichtbar und nicht sichtbar. Jetzt nochmal so zum ganz Praktischen. Ich hatte neulich so eine Erfahrung, wo ich mir etwas Leidvolles angucken durfte, von mir selber, also auch was sehr Altes. Und in dem Moment, wo ich die Möglichkeit hatte, da reinzugehen und mir das anzugucken und einfach zu sagen, ja, es ist da, ich nehme es an, hat sich schlagartig aufgelöst. Das war erstmal sehr, sehr einfach. Das, was ich meine. Es ist ja auch einfach. Ja. Aber da muss man erstmal hinkommen oder erstmal davon ausgehen oder sich erstmal so sagen, okay, möglicherweise gibt es das und ich probiere es aus. Sich zu trauen, das anzuschauen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ne? Ja. Wenn wir jetzt da den Aspekt verschiedener Bewusstseinskünstler haben, wir haben verschiedene Ansätze. Ich meine, wenn wir jetzt mit der dunklen Seite des Bewusstseins zur Hand haben, dann können wir es entweder als die Nacht bezeichnen, können es als die dunkle Erde bezeichnen, die Materie. Ich meine, unsere materielle Existenz ist auch eine dunkle Seite des Bewusstseins, weil sie zerfällt. Wir sind eingeschränkt. Oder? Ja, wir sind eingeschränkt zu gewissen Graden und deswegen. Und dann eine Frage, gibt es Leute, die überhaupt in der lichten Seite des Bewusstseins existieren? Ich meine, gerade wenn man so heute rein materialistisch Leute... Vielleicht geht das als Mensch gar nicht, weil wir als Mensch ja durch die dunkle Seite hindurch leben sozusagen, durch den Körper. Wir sind ja daran gebunden, das macht es ja dann auch so spannend. Aber vielleicht, wenn wir nicht Mensch sind... Wenn wir gerade mal was anderes wissen, was auch immer, dass wir dann vielleicht zum reinen Bewusstsein hinwechseln können. Also oder zum ganzen Bewusstsein, wo es dann, vielleicht ist es das, wenn man sagt, okay, da möchte man zur Einheit zurück, ne? Dass man in diesem Einheitsbewusstsein aufgeht. Würdest du es dann als die lichte Seite bezeichnen? Oder? Das würde ich dann eben nicht als die lichte Seite bezeichnen, sondern wenn ich eine lichte Seite habe, gibt es einfach eine dunkle Seite. Das heißt, wenn ich jetzt in Richtung Licht strebe, so als ein spiritueller Weg oder sowas. Was ja viele tun, ne? Dann, wie du gerade schon gesagt hast, sehe ich das auch so, wird die Dunkelheit auch größer. Ne?
Also mehr Licht heißt mehr Schatten werfen. Ja, genau. Und da gibt es aber das Zwischendrin, was aber kein Licht ist. Das ist die Auflösung von beiden. Die graue Zone. Die graue Zone, ja. Dieses. Mir fällt beim Baum dieses, wie heißt das, Cambium? Diese Cambium, Wachstumsschicht, das fällt mir da so ein. Ne, gibt nach außen und nach innen was ab und in beide Richtungen wächst sozusagen. Das, so stelle ich mir das vor. Interessante Aspekte. Ich glaube, da gibt es ganz viele Bilder. Ja. Eben. Tag, Nacht. Kultur, Chaos. Wir hatten es von dem Thema Hecke gehabt, die Kante. Ja. Wie ist das? Wir hatten es vorhin ja auch mal von der Schlange. Stimmt. Das fände ich ja nochmal ganz interessant. Das heißt, wenn wir unserem dunklen Aspekt begegnen wollen, was ja in verschiedenen Kulturen oder Anschauungsweisen oft mit dem Element Erde oder mit der Nacht bezeichnet wird, das hat viel mit diesem weiblichen Prinzip zu tun. Ja. Und wenn wir da reingehen, dann begegnen wir oft einfach Drachen, Schlangen, ich meine jetzt auf der imaginären, mit dem imaginären Sicht begegnen wir einfach diesen Wesen. Und das ist natürlich angsteinflößend für viele, aber da steckt so viel Weisheit drin. Ich meine, in dem Schlangenprinzip, das ist einfach, wir sehen es bei Flüssen, wir sehen es bei unseren Adern, wir sehen es bei so vielen Sachen, die einfach, das hat was mit dem Prinzip am Leben zu tun. Das ist der dunkle Aspekt, der weibliche Aspekt, der uns diese materielle Existenz überhaupt ermöglicht, finde ich. Ich fand auch spannend, du hast vorhin mal das mit dem Peeling-Effekt, das fand ich ganz gut. Hast du mit der Schlange? Ja, die Schlange, die ihre Haut abwirft, das Prinzip, dass wir auch uns immer wieder erneuern, Altes loslassen, alte Schichten abtragen, mehr zu uns selbst kommen. Fand ich auch ganz spannend. Das ist vielleicht so auch, was das Menschsein ausmacht, ne? Dass man hier so Schichten abtragen kann. Darf, ja. Das ist doch schön, ne? Ja, und da kommen wir wieder dahin, dass es nie nur einen kompletten abgetrennten Teil gibt. Wenn wir jetzt von der Schlange zum Beispiel reden, klar, das verbinden viele mit Ängste und mit der dunklen Seite eben. Aber dieser Aspekt der Häutung ist eigentlich was total Lichtes. Das ist etwas, wir tun uns diese Schichten, die wir aufgehäuft haben, abschälen und machen uns die Poren frei sozusagen, um wieder durchscheinen zu können. Ja. Drunter ist man erneuert sozusagen und Himmel strahlt vor sich hin. Ja, die dunkle Seite des Menschseins. Ich denke, da sollte jeder mal ab und zu hingucken. Ne? Ja. Warum zu gucken, was bin ich noch, was gibt es da noch? Aber es ist natürlich unangenehm, deswegen macht man es ja nicht. Also ich kenne das auch im Alltag. Niemand von uns möchte das kennen. Ich gucke da nicht ständig rein. Ne? Kann ich auch nicht, aber ab und zu drängt sich was auf. Und dann denke ich, oh, da kommt was, da kommt. Und entweder tut man das unterm Teppich kehren oder man geht hin und schaut sich das an. Was meinst du, was passiert, wenn man es unter dem Teppich kehrt? Zu lange? Zu lange? Dann materialisieren sich diese Probleme und dann wird es, wie wir es am Anfang hatten, pathologisch. Es drückt sich dann in Burnout, in Depressionen, in Erschöpfung, Unsicherheiten, Ängste, verschiedene Ängste, Angst vor dem Tod, Angst vor der Dunkelheit. Vor Schlangen. Vor Schlangen, genau. Ja. Ja, sowas drückt sich das dann aus. Oder vor Spinnen ist auch noch so. Insekten, Angst vor Insekten ist auch noch so. Die krabbeln ja auch in der Dunkelheit. Genau. So, die gehören dazu. Man kann hier Maulwurf fragen, was der davon hält. Später mal nachfragen. Ja, okay, spannend. Haben wir einige wichtige Aspekte aufgegriffen. Ne? Ich glaube, da könnten wir noch lange weitermachen. Ja, aber ich denke, für das Video reicht's. Gut. Und dann, also möchtest du noch? Nö, wichtiges? Genau. Ja, passt, ne? Ja, passt. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war spannend. Abonniert gerne meinen Kanal und drückt gerne auf Daumen nach oben und dann vielleicht bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.